Willkommen zum Dienstags-Vlog. Hier ist euer Gonzo. Die Kleine macht gerade Mittagsschlaf. Ich habe ganz kurz Zeit, euch zu erzählen, was mir auf dem Herzen liegt. Und zwar habe ich The Orville gesehen. Und das ist ein Schlag in die Fresse von Discovery. Dann kann es ja losgehen. Für die, die sich fragen, warum in letzter Zeit so viel Müll oben auf den Schränken drauf liegt, das liegt daran, dass die Kleine inzwischen laufen kann und alles rausreißt, was in ihrer Höhe ist. Deswegen muss alles hochgestapelt werden, oben auf die Schränke, und deswegen steht da oben so viel Müll rum. Ich habe nicht die Zeit, das jedes Mal runterzuräumen. Irgendwann ist es weg. Keine Sorge, wird schon. So, also Leute, Simon Kretschmer, einer von den Rocket Beans, der war damals beim Star Trek Podcast dabei und hat gesagt, wenn mal irgendwer dieses Star Trek Universum so ein bisschen abusen würde, so ein bisschen ausnutzen, so ein bisschen nicht immer der reine, steife Kerl. Also alle Leute im Star Trek Universum sind ja immer so ehrlich und anständig. Alle von der Föderation sind einfach hochintelligent und alle irgendwie doch gleich so. Irgendwie alle gleichgeschaltet. Und keiner kommt mal auf die Idee, wenn er jetzt einen Kater hat, morgens sich den Alkohol rausbeamen zu lassen oder sowas. Das war ein Beispiel von Simon. Und eben dieser Simon, ich habe das Demon's Souls gesehen, Demon's Souls Folge 27, Simon und Nils. Und dieser Simon sagt dann, ich weiß, das passt gerade nicht, ne? Wir sind gerade hier, Endkampf, Demon's Souls, aber guckt euch The Orville an. Das ist die geilste Star Trek Serie überhaupt, die es momentan gibt, obwohl es gar kein Star Trek ist. Und dann dachte ich mir so, okay, dieser Mann hat Ahnung von Star Trek. Alles, was er sagt, hört sich gut an. Dann tue ich mir das an. So, und ihr wisst ja, wie ich damals angefangen habe mit Discovery. Wir haben ja jede Woche hier ein Recap gemacht und ich habe darüber geredet. Und es hat ein bisschen gedauert, bis ich damit warm wurde mit den vielen Charakteren. Dann dachte ich mir, okay, einige Sachen sind ganz gut, habe mich dann darauf gefreut. Einige Charaktere habe ich ganz lieb gewonnen. Und dann in der zweiten Hälfte ist alles irgendwie Grütze geworden. Die ganzen Character-Arcs sind in den Boden gerissen worden und Charaktere wurden scheiße und Arschlöcher und generell sind die alle böse und man darf eh keinem trauen. Alles ist Kacke und Spiegeluniversum und Nazi-Lorca und oh, grauenvoll. Hat das einen Abstieg erlebt? Hat mich das genervt? Auch nochmal zu Lorca. Ist ja okay, wenn die das alles Game of Thrones-artig machen, ja, und sagen, jeder Charakter muss vielfältig sein. Die müssen mal gut sein und mal böse sein. So, dann hat man diesen Lorca und denkt sich, okay, der Typ ist ein Kriegstreiber, er ist ein Arsch, aber ab und an hat er ja doch irgendwie recht. Da geben wir ihm recht und da sind wir auf seiner Seite und ich glaube, er kümmert sich dann doch sehr um seine Leute und dann am Ende, ach, verarscht, er ist Nazi und er steht auf Michael, deswegen war er um sie besorgt. Er war nicht so die Vaterfigur oder so. Alles für einen Arsch, die ganze Charakterentwicklung drauf geschissen. Er war komplett anders. Naja, so wird man heutzutage behandelt als Fan, ne? Immer so Game of Thrones mäßig. So, was ist The Orville? Seth MacFarlane, vielleicht solltet ihr ihn kennen, das sind halt sehr schwere Worte. Seth MacFarlane. S und TH auch noch zusammen, das ist ja der Hammer. Er ist bekannt dafür, Serien gemacht zu haben wie Family Guy oder American Dad, also sehr viel Albernheit und Slapstick. Und er hat mal gesagt, ich will eine Star Trek Serie machen, die eine Parodie ist auf Star Trek. Also ich will eine Parodie quasi machen, nicht eine Star Trek Serie. So. Und das hörte sich schon mal nicht geil an. Also viele Leute haben gesagt, vor allem Star Trek-Fans, so, nee, das brauchen wir nicht. Warum sollten wir eine alberne irgendwie Comedy-Serie im Star Trek-Universum haben? Wir mögen es ja eigentlich doch, wenn es ernster ist. Und wir mögen ja auch die Thematiken, wir mögen die Moralvorstellungen. Wenn man so vor moralischen Entscheidungen steht und so, da fiebern wir mit, ne, wir Star Trek-Fans. Folgen wie, ob Data nun ein Mensch ist oder nicht, mit diesem kleinen Gerichtsverfahren, sowas vergisst man nicht. Oder als Riker bezichtigt wird, den Typen ermordet zu haben, der diese Kriegerwellen erschaffen sollte. Geniale Folge. Ne, diese ganzen Sachen, wo es dann auch um Gerichtsverhandlungen geht oder ethische Sachen wie Data hat Kontakt aufgenommen mit einem kleinen Mädchen von einem Planeten, was noch in der Vor-Warp-Phase ist. Das heißt, man darf keinen Kontakt aufnehmen, aber der Planet erlebt gerade irgendwie eine Apokalypse und er will dieses Mädchen retten. Er will die Familie des Mädchens retten, aber die oberste Direktive sagt so, das darf man nicht. Man muss der natürlichen Ordnung seinen Lauf lassen. Wenn die nicht warpfähig sind, dann muss man die sterben lassen. Aber als Data dann Picard die Tonaufnahme vorgespielt hat oder hat ihn halt kommunizieren lassen, ging es nicht mehr. Als sie die Stimme des Mädchens gehört haben, konnten sie nicht sagen, ja, wir lassen sie sterben. Das sind die Momente, die man nie vergisst. Was hatte Discovery? Wir hatten die Zeitschleife mit Harry Mudd, was geil ist, weil es ein Charakter aus der Originalserie ist. Die ganzen geilen Anspielungen, die ganzen geilen Momente sind
Anspielungen auf die alten Serien, aber irgendwie schafft es Discovery nicht, neue geile Sachen aufzubauen. Es schafft nicht, dieses genau das zu replizieren. Irgendwie für mich nicht. Ja, ist okay, wenn ihr Spaß dran habt, aber The Orville. Ich habe da mal nachgesehen. Ja, es gibt Folge 3 und 4 kostenlos bei pro7.de zurzeit. Müsst ihr mal gucken. Und das wird auch empfohlen, dass man Teil 3 zuerst schaut, weil da ist das Writing schon ein bisschen besser. Ne, vom Verhältnis Dramatik und Humor, wo ich nie mit gerechnet hätte, dass es auch Dramatik gibt. Aber das ist genau das, was eigentlich das Geile dran ist, was Star Trek auch ausmacht, Dramatik und ab und zu auch ein bisschen lockeren Humor. Das kommt durchaus vor, auch im TNG. So, und ich habe mir das angeschaut und ich war in der ersten Minute sofort Fan. Also ich war erstmal nicht direkt Fan, aber ich war gehookt. Ja, ich gucke mir das an und da sind diese beiden Männer von dieser Spezies, die nur aus Männern besteht, und die haben ein Mädchen geboren. Und dann guckt der eine den anderen an und sagt, ich treffe die Vorbereitung, es muss getan werden. Und dann kommt der Intro-Song und ich denke mir, was haben die mit dem Baby vor? Was geht da ab? Wenn das mal keine moralische Entscheidung jetzt ist, was da jetzt kommt, das ist ja, ne, das will ich sehen. So, und dann gucke ich mir die Folge an und ich komme nicht mehr davon los. Und dann habe ich mir die nächste Folge auch angesehen und die war auch total genial, total geniale Thematik, was da alles angesprochen wird. Ich werde euch das nicht spoilern, man guckt euch das an und ich war gefesselt. Am nächsten Tag habe ich mir die ganze Staffel gekauft, also die ist noch nicht ganz raus, aber alles, was da ist, auf Amazon für 30 Euro und ich bin gebannt. Ich habe mir die ganze Staffel am Stück weg angeguckt. Das war einfach total genial. Jede Folge in sich, eine in sich geschlossene Episode, wie damals in den 90ern. Aber natürlich die ganzen Character-Arcs, die ganzen Hintergrundgeschichten entwickeln sich so Stück für Stück so ein bisschen. Die Charaktere werden ein bisschen mehr vorgestellt. Und es ist auch erstaunlich, ich habe mir Sachen dazu durchgelesen. Bevor ich es mir gekauft habe für 30 Euro, lese ich natürlich erstmal, was es damit auf sich hat. Und da habe ich es gesehen. Kritiker haben Discovery gefeiert. Für all das, was Discovery neu macht. Weil Discovery ja Star Trek neu interpretiert, auf moderne Weise. Und so ein bisschen Game of Thrones einbaut. Also so ein bisschen, es ist eine große Handlung, die aufgeteilt ist in Folgen. Die Charaktere entwickeln sich und zeigen unterschiedliche Seiten von sich. Man ist mal auf der einen Seite, dann ist man auf der anderen Seite. Haben wir alles erlebt. Und das finden Kritiker total geil. Frage ich mich, warum? Die finden das geil, dass die Game of Thrones kopieren? Und Fans, dann gibt es das Fan-Rating im Internet, wo man sieht, Fans mögen das nicht. Fans finden das ein bisschen kacke. Sie gucken zwar, ich habe mir sehr viele Videos angesehen, Fans gucken auch Discovery wegen dem Namen und finden das jetzt aber nicht so geil, dass sie gleich ein nasses Höschen von bekommen. Aber Orville, wie Orville durch die Decke geht. Und die Kritiker haben gesagt, nee, das ist voller alter Klischees, das ist alte Serie, das braucht man nicht, das will kein Mensch sehen, das ist total altbacken und klischeehaft einfach. Ne? Dieser Humor, der passt auch gar nicht da rein. Da ist Humor und Dramatik und mag sein, dass die ersten beiden Folgen bei einigen nicht gut angekommen sind, ne? Aber es wird besser. Folge 4 ist schon der Hammer von der Dramatik her. Und wie Kritiker da falsch liegen können, weil das geht nämlich bei Fan-Ratings durch die Decke. Orville, also tierisch, das ist so gut gemacht. Man merkt, das ist ein Star Trek-Fan, der das macht. Das ist nicht nur ein Star Trek-Fan, also Seth MacFarlane ist Star Trek-Fan, aber nicht nur er, sondern ein ehemaliger Producer von Star Trek, von Next Generation, Brandon Braga, ist auch mit beteiligt. Und da steckt so viel Leidenschaft und Herz drin und gute Thematiken, die sich jeder Star Trek-Fan wünscht. Das ist ein Fanprojekt. Das steckt so voller Herz. Ich bin hin und weg und ich kann nicht aufhören, es mir anzuschauen. Ich werde es mir nochmal komplett ansehen müssen, weil ich bin jetzt schon durch. Und das kommt, glaube ich, jede Woche auf ProSieben? Irgendwann abends? So, ich weiß es nicht. Schreibt es in die Kommentare. Helft euch gegenseitig. Super geile Serie. So, ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Live long and prosper. Macht's gut. Ciao. Bye bye. Euer Gonzo.